Geisterwesen erobern den Marktplatz im polnischen Wrocław, zu Deutsch Breslau. Erwachen, so das Motto der europäischen Kulturhauptstadt 2016. Zur Eröffnungsfeier zeigt sich Breslau von seiner bunten, bewegten Seite. Und genau so soll es auch weitergehen. Mehr als 1000 weitere Veranstaltungen sind geplant. Allein diese Show zeigt doch schon, unsere Stadt ist toll. Die Stimmung hier ist großartig. Breslau verdient diese Ehre. Breslau lohnt einen Besuch, auch weil es hier nicht so überfüllt ist wie in Krakau oder Warschau. Letzte Proben kurz vor der großen Feier, bei Schnee und Minusgraden. Die Idee für die Performance stammt von Chris Baldwin. Der britische Künstler hat auch die Fackelzeremonie bei den Olympischen Spielen in London 2012 entworfen. Um Breslau zu verstehen, hat er ein Jahr lang die Bewohner zu ihrer Geschichte befragt. Breslau hat eine lange Geschichte zu erzählen, was diese Stadt im vergangenen Jahrhundert alles mitgemacht hat. Sie war eine deutsche Stadt, hauptsächlich protestantisch, mit einer großen jüdischen Gemeinde. Und dann wurde sie leider zum Symbol für die Zerstörungen und Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 lag Breslau in Schutt und Asche. Rund 70% waren zerstört. Als Kriegsschuld fiel die einst deutsche Region an Polen. Die deutschen Bewohner wurden zwangsumgesiedelt. Hier in diese Ruinen zogen polnische Familien ein. Aus Breslau wurde Wrocław. Mittlerweile erstrahlt alles in neuem Glanz. Etwa das Rathaus im gotischen Stil, Wahrzeichen der rund 1000 Jahre alten Stadt. Durch die Nähe zur Oder war sie schon im Mittelalter ein wichtiges Marktzentrum. Heute ist sie die viertgrößte Stadt Polens. Und auch die einst neuen Bürger sind angekommen. Breslau musste eine neue Identität entwickeln. Das hat Jahrzehnte gedauert. Wir wollen 2016 zeigen, wie wir diese Identität gemeinsam aufgebaut haben. Dazu gehören jetzt auch eine Reihe neuer Gebäude, die eigens für das Kulturhauptstadtjahr gebaut wurden, wie das Musiktheater Kapitol. Oder das Kino Nowe Horizonte, Austragungsort des größten Filmfestivals in Polen. Gerade erst eingeweiht, das Nationale Musikforum. Mit rund 1800 Plätzen soll es den Ruf Breslaus als polnische Musikmetropole festigen. Auch mit ungewöhnlichen Darbietungen. Jetzt haben wir einen prächtigen Saal, in dem wir unser Programm zeigen können. Bisher mussten wir oft auf Kirchen oder improvisierte Räume ausweichen. Von dem neuen Musikforum wird also vor allem die musikalische Qualität Breslaus profitieren. Das Kulturhauptstadtjahr soll auch ein Jahr der internationalen Ausstellungen werden. Pünktlich zum Eröffnungswochenende wird im Breslauer Nationalmuseum die Performance-Reihe Museum der Träume der Österreicherin Jacqueline Kornmüller gezeigt. Die Zuschauer erleben, wie Werke alter Meister mit neuer Bedeutung aufgeladen werden. Die Flucht der heiligen Familie nach Ägypten. Eine moderne Flüchtlingsgeschichte. Man geht hier durch die Stadt und es stehen hier diese riesigen romanischen Kirchen. Und die waren früher eigentlich voll mit der Kunst, die momentan hier in diesem Museum in der mittelalterlichen Abteilung ist. Und diese Kunst ist groß und gewaltig und irritierend und schön und ergreift mich und ich glaube auch alle anderen total. Schon im vergangenen Jahr begannen in Breslau die ersten Veranstaltungen für das Kulturhauptstadtjahr. Im Sommer startete Kurator Chris Baldwin das Kunstprojekt Moste, zu Deutsch Brücken. 27 der charakteristischen Breslauer Brücken wurden zu Performanceflächen. Wir haben Sport mit Kultur verbunden, wollten eine Geschichte erzählen und gleichzeitig die Stadt feiern. Es war ein großer Erfolg. Zusammen mit der Eröffnungsfeier ist das Projekt Moste eines von vier Aufführungen, die ich das Flow Quartet nenne. Breslau gilt als sehr junge Stadt. Jeder fünfte Einwohner ist Student. Seit 1702 gibt es hier die Universität. Dementsprechend rege ist das Nachtleben, auch im Kulturhauptstadtjahr.
Die Lebensqualität für junge Menschen ist hier sehr hoch. Man kann feiern und sich gleichzeitig intellektuell weiterentwickeln. Bisher war Breslau vor allem für seine Clubszene bekannt. Ich hoffe, dass wir jetzt auch unseren Ruf als Kulturstadt stärken. Ich glaube, dass das Jahr eine gute Gelegenheit ist, hierher zu kommen und zu sehen, was für ein offenes Land wir sind. Denn das, was sich in der Politik abspielt, spiegelt nicht unbedingt die Lebensweise der jungen Leute hier wider. Wir wollen Spaß haben und sind offen für Europa. Denn wo, wenn nicht in Breslau, der Stadt der Vertreibung und neuen Heimat, kann die Idee eines friedlichen Miteinanders besser gezeigt werden? Die Stadt hat ihre Türen geöffnet. Europa kann kommen.